Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie Greimers. Und hier sehen wir den Noah und die Maria Greimers und die Adoptivtochter, die Christel Greimers. Ich finde es ganz super, dass wir zwei Kinder haben, die blond sind und die passen auch so super gut zu unserem Noah eigentlich. Und eigentlich deswegen auch ein bisschen, ja, zu dieser Familie. Noah. Geh mal die Kerzen auspusten. Die Maria kommt schon vor 18 Uhr nicht mehr dahin. Guck mal, dass du es hinkriegst. Ich habe jetzt keine Geburtstagsparty gemacht, weil sowieso genug los ist in dem Haus. Aber gut. So, genau. Ah, sie macht es da draußen auch. Keine. Du hast es geschafft. So, zum alten Eisen. Genau, wir können die Rente beantragen, was wir noch nicht machen wollen. Beide scheinen gut aufgewachsen zu sein, weil sie grün, so ein grünes, ja, grüne oben dran sind. Moment. Perfekt. Hey, wir dürfen natürlich, achso, will ich jemanden mit älter werden? Also, nö, will ich gar nicht. So, genau. Ich wünsche mir mehr als nur ein mittelmäßiges Leben. Hoffentlich klappt das im nächsten Lebensabschnitt besser. Okay, beide nicht so begeistert anscheinend. Als Erwachsener hat Noah den Laufbahnlevel Geldhai erreicht. Das ist gar nicht so übel. Es sieht ganz so aus, als würde er auch im Alter ein erfülltes Leben führen. Und Maria ist die Einflussnehmerin. Das ist auch irgendwie cool. Jo. So, meine Güte, jetzt habe ich noch zwei neue Senioren. Und dann räumt das mal auf und wir machen mal, nee, wir gucken mal, ob wir noch irgendwas im Kühlschrank haben. Ach, lass das Kind da oben bitte. Entschuldige, aber lass das Kind mal. Die Kids da oben, die haben heute schon genug gewollt. Mensch. Hier, den, die Gila mal füttern. Oh Gott, was hast du denn an? Ich gucke auch deswegen gleich mal, was sie denn wollen. So, die Christel. Ich guck mal, dass sie was zu essen kriegt gleich und dann geht sie auch erstmal ins Bett. Wie verstehst du dich? Ach du meine Güte, wir haben kaum was im, zu essen da. Das heißt, mach mal. Oh ja, mach mal Omas Supersuppe. Und die Christel, die geht alleine duschen gerade mal. Ach so, wartet mal ganz kurz. So. Ich bin irgendwie total aufgeregt und nervös hier. Ich weiß gar nicht warum. Oh, sie hat hier ist sie wieder ganz schmal geworden. Genau, ihn würde ich dann einfach mal zur Kommode bringen und dann gucken wir uns mal an, was wir denn da so haben. Und gar nicht viele Sachen da irgendwie. Es ist so dunkel hier an deiner Stelle. Bisschen abgedunkelt, ne? So, Diana. Wir gucken mal. Ach, schick den doch mal nach Hause. Sich verabschieden. Und dann gucken wir gerade mal, wie es den Kids geht. Scheint aber sehr ruhig zu sein da oben. Genau, du brauchst hier eigentlich gar nichts mehr. Dann hier müssen wir im Grunde Sport machen. Wir könnten eine Internetrecherche machen. Genau, da können wir mal kurz mal hier Sport. So, Noah hat schon mal wieder die Krippe. Wundermittel. Ach Gott, sie hätte was gegessen. Nee, du brauchst aber nichts. Christel, genau. Ach du meine Güte, mehr habe ich gar nicht da. Ah, doch so, hier habe ich was. Ist nicht viel allerdings. Sowas. Er ist ja der sportliche Typ. Das hier ist zu kalt. Würdet ihr so im Alltag rumlaufen mit so einem Sportdings? Ja. Nehmen wir das da? Ich nehme mal das da. So, das ist Abendkleidung. Das war nicht viel. Das war noch ein drittes. Genau, Sport. Und
Ich würde jetzt da aber trotzdem das nehmen. So. Oh. Nebendarsteller. Nun von 18 bis 1 Uhr und wir haben Kohle mitgebracht. Das ist so, macht auf jeden Fall macht Sinn. So. Genau, das sind wir eigentlich ganz toll. Es ist halt einfach notwendig, dass irgendjemand was verdient in der Familie. Wobei Noah natürlich auch noch was verdient. Er will ja hier noch Sportlerkarriere machen. Und ach so, sie möchte eigentlich die Goldhochzeit schaffen und feiern. Wir könnten mit ihr theoretisch in Rente gehen. Dann haben wir jemanden zumindest da, der immer da ist. Genau, du gehst mal auf Reste. Dann gehen wir tatsächlich mit ihr in Rente. Das ist okay. Und Noah macht was gerade? Irgendjemand hat er gerade gefüttert, nämlich den Gustav. Boah, hast du noch gar keine Erziehung gelernt? Dann mach mal weg. Mach mal das weg. Er hat es tatsächlich noch nicht gelernt, ne? In Rente gehen. So, dann lässt sich dich erstmal schlafen. Ja. Ja, gut, knappe 400, aber zumindest täglich ist halt ein kleines bisschen. Genau, super. Und du kannst jetzt hier noch dein Outfit zusammenstellen und ich habe hier sogar nur Sportkleidung. Heißt es dann, dass ich von, also für die Senioren sonst nichts anderes da habe? Oh Gott, ist das nicht traurig? Ich habe echt nichts anderes da. Das ist ja krass. Ich habe nur Sportsachen hier. Für die. Ach Mann. Das ist. Es sind auch sogar. Das sind sogar Sportkleider, ne? Nur das da. Aber das, so möchte ich nicht den ganzen Tag rumlaufen. Ich gebe ihr das hier. Weil Ober, das da erfriert sie mir ja auch. Deswegen das da. Jetzt werde ich bei den Sportklamotten die gleichen Sachen gefragt, vermutlich. Ja. Da ziehen wir das Kleid dann an. Ah, okay. Sie geht jetzt auch erstmal schlafen. Unsere Maria. Sie hat ein paar Falten hier im Gesicht, oder meine ich das nur? Was denn, Eve? Ach so, er wollte eigentlich da rangehen. Geh du mal hier weg tatsächlich. Mensch. Benutzen, säubern und dann gehst du mal schlafen. So, und dann Eve habe ich eigentlich gesagt. Nee, der kann doch mal duschen gehen. Geh mal duschen. Komm. Geh duschen. So, wo ist Christel? Die ist. Ach so, die ist ins Bett gegangen. Die ist hier oben. In dieses Bett gegangen. Ja, sei ihr gegönnt. Sei ihr gegönnt. Da stehen noch Sachen rum. Genau, das kannst du mal aufräumen. Sie gehen aber zumindest zusammen auf die Toilette. Und Aaron, müsstest du nicht langsam? Ja, komm. Aaron, du kannst mal aufstehen. So, dann stehst du mal auf, sagst du hier betrachten, betrachten. Gehst dann hier benutzen und einmal kurz baden und säubern. Und dann gucke ich gleich mal, wie es dir geht. Die beiden Kleinkinder. Naja, hier ist noch eine 0. Hier ist aber eine 34 immerhin. Willi Wandervogel, Kirsten Katz. Und Beatrix Katz und Cynthia Blender. So ein paar kennt er schon. Das ist schon cool. Oh, die Christel. Okay. Ah, Christel, geh mal runter. Und du kannst hier was essen. Und dann kannst du ja hier unten auch lernen und weiter lebenslange Zufriedenheit. So, die Senioren sind im Bett. Eve ist irgendwo. Ah. Was machst du? Entspannen. Irgendwie hat er irgendwie immer noch nicht so richtig Hygiene. Naja, gut. Du kannst nochmal hier nach unten auf die Toilette. Dann gehst du hier die Hände waschen und dann kannst du tatsächlich schlafen gehen. Voll der Stress hier.
So, jetzt sind die beiden auch tatsächlich Senioren. Und die Gesa wird, die ist jetzt auf das College gegangen, deren beiden Tochter. Und ja, sie wird auch demnächst noch jemanden finden. Das werdet ihr dann noch mitbekommen. So. Ich glaube, du kannst erstmal Hausaufgaben machen. Wir kümmern uns erstmal ein bisschen um Hausaufgaben und am Wochenende dann hoffentlich mal um die Familie. So, er ist wieder gesund. Ach, jetzt wird es etwas ruhiger. Oh, wir haben hier noch was stehen, aber egal. Das ist mir jetzt gerade egal. Soll ruhig. Oh nein, Krümel. Da ist doch was zu essen, Krümel. Habt ihr Hunger? Ja, komm. Okay, da ist aber was zu essen. Warte mal. So, du stehst mal kurz auf. Hier, das kannst du säubern. Dann würde ich sagen, zum Essen rufen Krümel. Komm schon. Sag mir mal. Und das soll was denn machen. Ach, du kommst schon wieder mal nicht dahin. Och, Kindchen. Jetzt besser? Irgendwie habe ich hier so ein bisschen Probleme mit dem. Mit dem. Ja, kannst du jetzt nicht essen? Nicht so rum. Jetzt. Es war wieder falsch rumgestanden. Entschuldigung, Krümel. Oh Gott, die Kids. Oh Gott. Wir müssen hier hoch. So, dann kannst du einmal die Gloria wechseln. Panik. So, du gehst erstmal kurz auf die Toilette. Guck mal, wie ihre Wangen, da hat sie, ist sie voll eingefallen hier. Das sieht ja nicht wirklich schön aus. Und danach kannst du den Gustav. Ich hoffe, bis dahin ist er fertig. Aaron, was ist los? Bist du fertig? Tatsächlich. So, wen hast du in der Hand? Die Gloria. Du kannst ihr dann auch die Flasche geben. Nein! Oh, er muss husten. Bist du? Die Umgebung gerade total miserabel ist. Genau, spielen. So, warte mal, spielen mit Sheila. Dann kannst du das mal betrachten. Gehst mal in die Küche, betrachtest du das. Und dann kannst du hier mal helfen, abfüllen. Und einmal den Gustav die Flasche geben. Die Gloria noch mal knuddeln und dann ins Bett bringen. Gloria. Dann kannst du selber auch mal auf die Toilette. Er ist auch ziemlich weiß im Gesicht geworden, oder? So, sollte auch Gustav den noch mal kurz knuddeln. Wir können nach ihm ja noch mal sehen. Er hat, wie gesagt, gar nicht Erziehung gelernt. Oh, sie hat es fertig. Super. Und dann Gustav. So, die Christel. Christel, hier. Liebhaben, knuddeln. Nee, geh mal zu der Angie. Loben für Möbel nicht ankratzen. So, warte mal, die könnte was lernen. Nee, muss nicht sein. Wir können mal kurz was spielen. Jagdspielzeug. Wo ist denn der Krümel? Schläft der? Weil. So. Der musste irgendwas lernen. Sprechen. Das kannst du mal ganz kurz mal Liebhaben Leckerchen geben und sprechen lernen. Das müssen die Kinder schon helfen bei den Tieren.
Aber ist ja eigentlich... Nein! Du wächst doch die Kids wieder auf. So schön es ist, was du machst. Noch schlafen sie. Ist es mit euch beiden? Oh, ihr seid... Ihr könnt auch aufstehen. Super. Ach Gott. So, sie kann Sport. Und zwar Internetrecherche über Sport. Wartet mal. Wir machen mal so... Ach nee, da drüben ist ja noch einer. Genau, also dann kannst du hier rüber. Und Internetrecherche Sport. Und Eve, der kann Spiele. Internetrecherche. Du machst mal einen Zweck, dann gehst du nämlich runter. Und dann einmal Spiele. Oh, sie malt. Oh, wir sind bei ihr stehen geblieben. Oh, Hunger und Komfort und überhaupt. Warte mal, ich muss mal wieder gucken. Ach, was ist das denn immer hier? Ich weiß es gar nicht. Sei doch mal so lieb, Aaron, und sag mal zum Essen rufen, Angie. Ah ja, die ist schon. Okay, super. Gut. Genau, so. Oh Gott, hast du noch gar nichts gelernt? Physiologie, darfst du auch noch lernen. Ich finde da total, dass er so ein kleiner Noah ist. Ja, so habe ich mir Noah eigentlich als Junge ihn hier vorgestellt. Ich glaube, Noah muss auf ihn unheimlich ja, stolz sein irgendwie. Warum ist die Umgebung hier unten so miserabel? Wartet mal. Da muss ich mal gerade schauen. Was könnten wir denn ändern? Guck mal, weil das hier ist ja... Oder liegt das so ein bisschen daran, weil das so ein bisschen offen ist? Ja, so die Umgebung. Was könnte ich denn hier machen? Weiß es nicht. Wartet mal, ich könnte mal einen schönen Teppich... Machen wir so einen Doppelteppich hier hin. Wird aber auch nicht besser. Also zum... Ja, okay, ich muss mal weitermachen. Nee, wird aber auch nicht besser. Gott, der muss husten, ey. Noah, mein Lieber. Du möchtest ja auch hier noch ein bisschen was machen. Natur. Musst du morgen arbeiten? Nee, ne, du hast noch einen Tag frei. Erziehung. Komm, du machst mal Erziehung, wenn wir so lange wie Säuglinge da haben. So, die Christel. Du hörst mal auf, dann gehst du mal auf die Toilette und gehst erstmal ins Bett. Oh Gott, es ist schon 5 Uhr morgens. Oh Gott. Aaron, wie geht's dir? Du musst ja auch bald ins Bett, in die Schule wieder. So, geh mal hoch. Ihr müsst jetzt dringend mal eine Runde schlafen gehen. Meine Güte. Es ist schon viel los hier in der Familie. Jetzt mit 4 Kindern und 4 Erwachsenen sind wir voll ausgelastet. Und wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, also Eve, achso, Eve, ja genau, Eve, apropos Eve, er soll sich jetzt mit der Schwester von der Diana, nämlich der Dora, anfreunden und sie dann irgendwann mal schwängern, sozusagen. Ich muss mal gucken, wie wir das machen oder wo das gemacht wird, dass möglichst wenige eigentlich das mitbekommen. Wobei ich vermute, irgendjemand wird es mitkriegen. Da, also ich, ja, ich weiß nicht. Also ist egal, in welcher Familie ich das machen werde. Irgendjemand wird es mitbekommen. Naja, gut. So, du gehst mal duschen und säubern und vielleicht ist es dann 7. Ich hoffe mal. Dann können wir nämlich mal die Diana, nee, Dora heißt sie, einfach mal anrufen. Ach Mann, lass doch mal bitte den in Ruhe. Irgendwann verkaufe ich die Chila hier mal. Fahrgemeinschaft Krümel und, oh ja, okay.
Gut, die zwei schlafen da oben, denke ich mal. Upsala. Hier. Ja. Oh ja. Lassen wir noch ein bisschen liegen. Donnerstag. Du musst theoretisch um 11. Ja, wenn ich es denn mal das nächste Mal dann daran denke, dass sie noch nicht muss. Achso, Noah. Erziehung? Fängt gerade so an. Und die Maria, die malt hier einfach irgendwas gerne. Aber du willst eigentlich mehr Bastelarbeiten machen, meine Liebe. So, ich guck mal, da ist sie. Einmal plaudern. Wir haben das Auto schon gemacht. Ah nee, deaktivieren. Ich habe jetzt falsch gedacht gehabt für einen kurzen Moment. So, meine Güte. Also die Familie finde ich jetzt echt interessant. Vier Kinder, zwei adoptiert, zwei eigene. Und ja, wir müssen jetzt so oder so erstmal warten. Also wir können natürlich das nächste Mal, würde ich gerne die Goldhochzeit feiern. Jetzt Krümel. Lass das mal. Also würde ich die Goldhochzeit feiern, damit dann Maria vielleicht dann in ihren Platin-Level rein kann. Das wäre ganz cool. So benutzen. Also wir hätten jetzt Krümel noch das Sprechen beibringen können, aber der ist jetzt weg. So, und dann kannst du hier einmal wegwerfen und wegwerfen. Wobei ich gerade ganz kurz am Überlegen bin. Eine Abfalleimer. Wo ist denn eigentlich ein Abfalleimer da? Ein ganz einfacher. Oh. Nee, den krieg ich. Kann ich den da hinmachen? Ohne dass ich. Oh, ich probiere es mal aus. Ich später mal wieder wegmachen. Aber ist eigentlich ganz gut. Oder kann man den mitten hier mitten reinmachen? Wäre das auch möglich? Ich habe hier einen. Ach Gott. Ja. Ruf mich an. Ja, das ist doch deine eigene Frau, Mensch. Warte mal. So, dann machen wir das mal hier rüber. So. Eve. Deine Kids schlafen. Mit wem hast du noch nicht so viel? Beide etwa gleich viel. Nein! Sieh erst mal nach dem Gustav. Oh, Diana fährt in etwa eine Stunde. Genau, also er will einfach auf die Toilette. So, es klappt auf jeden Fall, dass wir das Ding benutzen hier. Und ich glaube, ich sage jetzt aber erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen, lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal, dann gehen wir zu Familie Neumann. Ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal, eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.